Nächster Meisteranwärter. Meisterholzfäller. Okay. Na dann. Geben wir den allen mal einen Meister. Weil Gold haben wir ja genug. Und dann sind die ja besser, ne? Gönnen wir denen das mal so. Am Jaun. Am Jaun, genau. Bauen sie eine Rinderfarm in der Nähe der Hirsche, nordöstlich. Mhm. Rinderfarm. Da. Und was macht ihr hier oben? Brav abbauen. Aha. Ich glaube, da ist ja schon eine Mine drin. Hier können wir sicher noch eine reinsetzen. Hier steht auch, wie viel Erz da noch drin ist. Mhm. Mensch, das Spiel macht eigentlich Spaß. Ah ja. Nein, ich habe keine Langeweile. Ach ja, schön. Die Hirsche, machen die auch Geräusche? Nee. Rinder gibt's hier gar nicht. Oh, jetzt machen sie doch. Ach, die Gebäude. Aha. In der Zwischenzeit sollten Sie genug Erz gesammelt haben, um das Upgrade Ihres Hammerkämpfers durchführen zu können. Selektieren Sie die Kaserne und betätigen Sie den Upgrade-Button für den Hammerkämpfer. Der Button befindet sich unterhalb des Produktionsbuttons. Sowie das Upgrade fertiggestellt ist, profitieren alle eure bereits erstellten Hammerkämpfer vom Segen der Technik. Sie erhalten mehr Lebenspunkte und haben fortan eine bessere Durchschlagskraft. Jetzt habe ich das hier verstanden. Das zeigt die aktuelle Jahreszeit an. Ha! Und für die nächsten 20 Minuten ist jetzt Winter. Eieieiei. Hammerkämpfer-Upgrade. Nun macht sich auch die Mühsal eurer Arbeiter bemerkbar. Eure Beerenpflücker und Holzhacker werden nun für die unermüdliche Plackerei belohnt. Geht ein Arbeiter über eine gewisse Zeit einer bestimmten Tätigkeit nach, so kann er zum Meister seines Faches erhoben werden. Selektiert nun einen der Holzfäller. Wie ihr seht, steht seine Erfahrung auf 100%. Wenn ihr den Button zum Meister upgraden bestätigt, wird er fortan sehr viel effizienter und schneller Holz sammeln. Tja, habe ich alles schon gemacht. Dass es eine gewisse Menge an Gold bedarf, einen Meister auszubilden, und er nach seiner Auszeichnung weniger effektiv in allen anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Rinderzucht, eingesetzt werden kann. Das Upgrade kann auch verweigert werden. Allerdings wird es diesem Arbeiter dann nicht mehr gelingen, noch einmal den Meisterstatus im Holzfällen zu erlangen. Mhm. Oh, hier unten sind auch Rinder. Ihre Meisteranwärter können Sie auch einfach über den Button Nächster Meisteranwärter am... Habe ich alles schon gemacht. Aber wir haben die ja schon alle ausgebildet. Es gibt auch gerade kein Ziel. Oh, schön, wie jetzt hier alles so langsam in winterlichen Frost eingetaucht ist. Sollte euch die Übersicht über eure Einheiten und Gebäude verloren gehen, könnt ihr Statistiken zu den Zivil... Das haben wir auch schon rausgefunden. Das war, ne? Hier militärisch und normal. Und hier haben wir Ressourcen. Bin aber für normal. Jetzt wird hier langsam echt alles winterlich. Öffnet nun die Statistik zu den Zivileinheiten. Hier sind alle eure Arbeiter und deren aktuelle Tätigkeit vermerkt.
Wenn ihr auf die nächste Seite blättert, seht ihr alle eure Meister und die Meisteranwärter. Hier könnt ihr auch bequem alle Meisteranwärter auf einmal zum Meister upgraden. Gucken wir uns gleich mal an. Statistiken für Gebäude. Wir haben ein Haupthaus, zwei Hütten, eine Mühle, eine Sägemühle, ein Rohstofflager, eine Rinderfarm, eine Mühle, eine Kaserne, aber nichts an Stall, Waffenschmied, Münzprägerei, Holzturm und Trutzburg, aha. Militäreinheiten, Speerträger, Hammerkämpfer, ein Hellebardier, Armbrustschütze, Kundschafter, berittener Schwert im Belagerungsturm, Kaufmann, Dudelsackpfeifer, was ist das denn für Militär? Robert The Bruce und James Fraser. Ah, ja. Yeah. Untätige Arbeiter haben wir einen. Tierzüchter. Einen Bauer, Holzfäller, Minenarbeiter, Bauarbeiter. Anwärter auf Meister sind überall null. Meister haben wir. Drei Bauern und vier Holzfäller. Aha. Alle nicht zum Meister upgraden. Warum denn nicht keinen? Warum denn alle nicht? Was ist das denn für eine doppelte Negation hier? Grammatikalische Inkorrektness. Machen wir mal Upgrade auch für den Speerträger direkt. Ähnliche Statistiken stehen für die Militäreinheiten und Gebäude zur Verfügung. Haben wir gerade schon alle geguckt. Alle Statistiken sind interaktiv. Dies bedeutet, dass Sie einfach auf eines der Icons klicken können und... Und das wusste ich noch nicht. Zum Beispiel bei untätige Arbeiter. Da. Ah ja, stimmt. Du warst ja ein Bauer, ne? Und du hast jetzt keine Arbeit mehr durch den Winter. Bau zum Abschluss noch eine Münzprägerei. Das Spezialgebäude eures Clans. Selektiert hierfür einen beliebigen Arbeiter. Die Münzprägerei zählt zu den Militärgebäuden. Momentan werden aber die Zivilgebäude angezeigt. Klickt auf den Button Militärgebäude und das Baumenü wechselt. Es werden nun alle militärischen Gebäude angezeigt. Wählt die Münzprägerei und errichtet sie an einer passenden Stelle. Die Spezialgebäude unterscheiden sich für jedes Volk. Gemeinsam ist ihnen, dass in ihnen die Zivilisations-Upgrades getätigt werden können. Diese wirken sich auf ihr gesamtes Volk positiv aus. Mhm. Bauen Sie eine Münzprägerei. Kaninchen, wie süß. Tierzüchter. Boah, der Sturm. Dann bauen wir mal eine Münzprägerei. Direkt hier an diese Wohnhütte. Hinter die Kaserne. Weiß ja nicht, ob die jetzt auch schlechter bauen kann. Bauen kann, weil sie ja Bauer ist. Sieht aus wie so eine Originalruine, ne? Boah, das dauert aber echt lange. Aber wir können hier auch noch Leute aufnehmen. Gib mir mal zwei neue Arbeiter. Boah, jetzt ist es ja richtig winterlich geworden hier mittlerweile. Guck mal, wie weiß das wird. Diesen langsamen Übergang finde ich echt cool. Nee, nee. Wollte ich gerade sagen, hilf du da mal. Nee, hilf du da mal. Ja, ja, das ist egal. Ich habe ja immer noch... Nee, nee, ihr sollt ja da oben nicht helfen. Nee, nee. Weil für euch beide habe ich eine Aufgabe. Hier unten sehe ich Rinder ohne Ende. Baut hier doch mal eine Rinderfarm. Da. Weil hier sind so viele Rinder... Da kann man sicher was Sinnvolles draus wuseln. Damit habe ich euch all mein Wissen über eine gut funktionierende Wirtschaft beigebracht. Setzt die gelernten Fähigkeiten weise ein. Mhm. So, und das hier. Einheiten erschaffen. Oh, sie haben gewonnen. Dann machen wir noch schnell das Kampftutorial. Wahrscheinlich ist das nicht schnell. Diese Tutorial beschäftigt sich mit allem Wissenswertem zum Thema Kampf. Es beinhaltet den Einsatz von Formationen und die richtige Wahl ihrer Truppen. Außerdem werden die aktiven und passiven Spezialfähigkeiten ihrer Einheiten erläutert. Ja, nach erfolgreichem Abschluss steht einer Karriere als schottischer Freiheitskämpfer nichts mehr im Wege. Das ist denn wieder ein schottisches Hemd, was da, ne, angebracht wäre.
Wirden. Haben die hier einen Grundschüler tippen lassen? Willkommen, Herr. Der Aufbau einer funktionellen Wirtschaft ist zwar wichtig, das Wesentliche ist aber der Kampf. Befehligt eure Truppen mit Umsicht und Verstand. Und eure tapferen Krieger werden euch mit Siegen entlohnen. Plant in weiser Voraussicht. Und kein Feind wird sich eurer starken Hand entgegenstellen können. Na, da bin ich ja mal gespannt. Willkommen zum Kampftutorial von Highland Warriors. Hier sind Kämpfer. Wichtige Informationen können Sie sich jederzeit unter dem Punkt Missions... Das weiß ich mittlerweile. Guten Tag, Sire. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr während einer Schlacht ein wenig Ordnung in eure Schlachtreihen bringt. Selektiert zunächst alle Speerträger. Im Kampf ist es oftmals von Vorteil, wenn ihre Mannen in Formation auftreten. Neben einer geordneten Schlachtreihe haben die Formationen auch den Vorteil, dass sie bestimmte Werte beeinflussen. Braucht ihr in einem entscheidenden Moment mehr Durchschlagskraft, empfiehlt sich die Keilformation. Für eine verbesserte Verteidigung ist die Igelformation ideal. Die Formationsbuttons werden erst eingeblendet, wenn Sie mindestens 2 Militäreinheiten selektiert haben. Es ist nicht möglich, mit Arbeitern Formationen zu bilden. Nee, die haben ja auch nicht gelernt. Probieren Sie einfach einige Formationen aus. Sobald Sie die Formation wechseln, werden sich Ihre Mannen wieder neu gruppieren. Eine Formation können Sie auflösen, indem Sie auf den aktivierten Formationsbutton klicken. Na, hier haben wir sie alle in einer Reihe. Old MacDonald, Hesse, Speerträger, IAIAO. Machen wir mal Blockformation, das haben wir gerade. Machen wir mal die Keilformation. Nett. Machen wir mal die Skirmish. Was ist denn eine Skirmish-Formation, hä? Nun ist es an der Zeit für die erste Schlacht. Schicken Sie Ihre Speerträger zur aufgedeckten Stelle der Karte. Das ist ja alle in alle Richtungen. Speerträger zur aufgedeckten Igelformation. Aha. Jadamrat! Jadamrat! Mach was zum Rat! Ich mach was zum Rat! Ach ja. Oh. Ja, dann haut euch mal. Ups. Mensch, die werden aber dünner. Die Speerträger sind eine einfache Infanterieeinheit, die besonders Kavallerie gefährlich werden kann. Wie ihr seht, ist sie jedoch gegen die englischen Langbogenschützen hilflos. Ja, Langbögen sind ja auch hart. Die haben eine ganz schöne Durchschlagskraft. Versucht mit diesen berittenen Schwertkämpfern den Engländern den Garaus zu machen. Wie ihr seht, ist Kavallerie sehr effizient gegen Fernkämpfer. Setzt eure verschiedenen Einheitentypen daher klug im Kampf ein. Das auch noch? Och du Scheiße. Amitesha! Das ist ja geil gemacht, ne? Mit dieser... Lasst uns die Feindesreihen durchbrechen! Ja... Das läuft besser. Und nun? Mittels aktiven und passiven Spezialfähigkeiten könnt ihr den Kampf zu euren Gunsten beeinflussen. Wenden wir uns zunächst den aktiven Fähigkeiten zu. Ah ja. Selektieren Sie Ihren Helden James Fraser.
Ja, James. Oh, jetzt sind die anderen auf einmal alle weg. Sie sehen, er hat zwei zusätzliche Buttons in seinem Einheitenmenü. Das rechte davon kennzeichnet seine aktive Fähigkeit, die Ferntötung. Mit Hilfe des Specials können Sie jede beliebige feindliche Einheit mit... Probieren Sie es aus. Bewegen Sie Ihren Helden zum neu aufgedeckten Teil der Karte. Dort wartet ein... Bewegen Sie James Fraser zur aufgedeckten Stelle der Karte. Blutrausch. Folgen. Einheit patrouillieren. Angreifen. Gehen. Passiv. Defensiv. Aggressiv. Also der, defensiv, weiß ich nicht, was der Unterschied, also aggressiv geht auf Feinde zu, ne, passiv, glaube ich, wehrt sich nur und defensiv, Fernangriffsschutz und Ferntötung. Ja, wie jetzt? Du sollst... Herrscht, Junior. Du sollst den ferntöten. Da? Da. Mara Herrscher Pain. Mara Herrscher Pain? Mara Herrscher Pain. Aktivieren Sie nun die Spezialfähigkeit durch einen Linksklick auf den Button Ferntötung. Klicken Sie anschließend mit einem Linksklick auf den feindlichen Fahnenträger. Sie sehen, über welche Macht die aktiven Spezialfähigkeiten Ihrer Einheiten verfügen. Der Einsatz einer aktiven Spezialfähigkeit kostet meistens eine gewisse Menge an Zauberenergie. Diese regeneriert sich automatisch im Laufe der Zeit. Die Specials wirken sich aber nicht immer nur direkt auf feindliche Einheiten aus. Einige nutzen auch den eigenen Truppen. Markieren Sie Robert the Bruce. Sie sehen, er verfügt über die Spezialfähigkeit Beschleunigen. Aktivieren Sie das Special mittels eines Linksklicks und führen Sie anschließend einen Linksklick auf die daneben stehende eigene Einheit aus. Diese. I'm your follower. Erfahrung stärkt die Erfahrung Ihrer umgebenden Einheiten. Beschleunigt ausgewählte Einheiten. Okay. Wenden wir uns nun den passiven Fähigkeiten Ihrer Einheiten zu. Die passiven Specials entfalten ihre Wirkung konstant in einem bestimmten Radius um die Person herum. Führen Sie nun Ihren Helden Robert the Bruce zu Ihren berittenen Schwertkämpfern. Wenn Sie in die Nähe der Schwertkämpfer kommen, werden diese mit einer zusätzlichen Animation versehen. Diese entspricht der von Robert the Bruce und zeigt an, dass die Einheiten nun von dem passiven Special profitieren. Robert the Bruce verfügt über das passive Special Erfahrung. Er verleiht Ihren Einheiten die höchste Erfahrungsstufe. Okay. Erfahrung 0 ist also die höchste Stufe. Damit genug der Unterweisung. Meine alten Knochen sind müde. Ja, total. Es ist für euch an der Zeit, das Kommando über unseren Clan zu übernehmen. Späher haben im Osten ein englisches Lager entdeckt. Hebt neue Truppen aus und zeigt es diesen Bastarden. Ja, immer doch. Achso, das ist jetzt quasi die Endaufgabe. Ajihashagiri. Und das hier ist was? Das englische Lager?
Wo ist denn die Kaserne? Haben wir eine Kaserne oder bin ich blind? Müssen wir erstmal hier unser Ökosystem aufbauen. Jinininijish, genau. So. Man muss die doch irgendwie drehen können, die Gebäude. Dass die hier so schön angeordnet sind. So. Holzhacken. Schirk. Holzhacken. Und Holzhacken. So. Ah, die Warteschleife ist noch viel besserer, als wie ich dachte an die Anfang. Was macht denn ein Stall? Kundschafter und berittene Schwertkämpfer. Oh, hier haben wir sie ja. Ich dachte schon, ich müsste hier jetzt großartig was tun. Speerträger, Hammerkämpfer, Hellebardier, Armbrustschütze. Also Hammerkämpfer finde ich immer ganz gut. Und Herr Stall kann mir berittene Schwertkämpfer machen. Und ein Upgrade. Und der hier könnte mir dann auch die Hammerkämpfer upgraden. So, auch wichtig wären mir Armbrustschützen. Gut, dann machen wir da mal welche von. So, meine Lieben. Nee, Herr Miau bin ich nicht. Genau, Chölk. Jetzt macht mir mal hier die Felder. Da habe ich mich wohl etwas genossen. So, und ihr Letzteren, kümmert euch mal bitte hier um diese Farm. Genau, ich mache was zum Rad. So sieht's nämlich aus. Dauert länger, ne? So Armbrustschützen. Wie sehen die denn aus? Möchte gern Robin Hood. Und ein Dingsbums halt. Ein Arbeiter kann einen Meisterbrief. Na dann. Erlaubt. Das ist doch eine Rinderfarm. Dann macht mal Rind. Laufen sie da den Viechern her und kloppen die mit dem Hackebeil erstmal um. Das finde ich natürlich sehr lustig. So, muss ich schon mal gestehen, die Animation. Hoppatze Brutze. So. Ich mach was zum Rad. So, ich brauche noch ein paar Hammerkämpfer. Die kämpfen nämlich Hammer. Ups, das stimmt. Ich brauche mehr Hütten. Mehr Holz vor der Hütten. Ups. Jetzt haben wir keinen Wohnraum mehr. So. Jetzt brauche ich eine Hütte. Jetzt brauche ich erstmal eine Hütte. Baut mehr Hütten. So. Ja, da bin ich doch dabei. Da bin ich doch dabei.
So. Du gehst nach da. Du gehst nach da. Und wir brauchen mehr Hütten. Ja, genau. Bolzen kaufen. Kauft besondere... Ja, dann... So, jetzt haben wir schöne, besondere Bolzen gekauft. Und wir brauchen schon wieder mehr Hütten. Baut mehr Hütten. Ja, sag ich doch gerade. Hau dich. So. Herr Miau. Und noch eine Hütte. Zack. Warum ich es übertreibe? Weil ich es... ich bin nicht so der große Taktiker in solchen Spielen. Ich hau auf die Fresse. Das bin ich gewohnt. Und, gewährt. Gewährt. Baut mehr Hütten. Gewährt. Okay. Nee, ich bin es gewohnt, den Feind mit einer Übermacht einfach zu zerquetschen und fertig. So, wer kann denn nun einen Meisterbrief erwerben? Zack und zack. Kommen sie. Ja, ach was. Lulululululul. Schök, schök, schök. Baut mehr Hütten. Herr Miau. Das ist geplant, meine Lieben, mehr Hütten zu bauen. So. Ich würde mal sagen, wir haben so langsam genug, theoretisch. Wer denn nu? Sie. Und sie. Oh. Dann... Hallo. Gehen wir da hin. Jetzt könnt ihr drei zusammen bauen. Auch wenn das sinnlos ist, weil das ein Bauer ist. Und die bauen nicht, sondern bauen nur an. Jupp, kriegst du auch. Mensch, es geht ja mittlerweile schnell. Gut. Ich glaube, langsam haben wir aber genug. Weil mit Übermacht und so, ich glaube, das haben wir dann schon. Ich möchte... McDonald, berittener Schwertkämpfer. Ich möchte, dass einer... Oh. Bevölkerungslimit ist erreicht. Das gibt es hier. Ja, dann brauche ich auch keine weiteren Hütten bauen. 200 ist also das Limit. Einmal Türkchen, okay. Bevölkerungslimit erreicht. Hups. Bevölkerungslimit erreicht. Na gut. Dann wollen wir mal meine 2-3 Mann hier schnappen. Oh, die kann ich gar nicht alle... Mach was zum Rad!
Ich mach was zum Rad, meine Leute. Könnt ihr durchs Wasser? Wahrscheinlich nein. Hier ist komplett gespalten. Das düsen mal hier lang. Ah, da ist noch eine Brücke. Du darfst aber auch mit, keine Angst. Homionrod, genau. Jetzt sitzt sich ja gerade total spannend. Die Folge wird auch schon wieder viel zu lang. Trampel, 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 trampel. Mach was zum Rad. Ich mach was zum Rad. So sieht's aus. Und zwar alle bitte schön aggressiv. Du darfst mit dazu. Ja, ich würde mal sagen, im Moment sieht das hier alles ganz gut aus. Lalalala, ich sag mal mit Übermacht zerquetschen, das ist mal das Beste. Ah. Kann man mal zugucken. Was ist das denn hier? Kaserne? Haupthaus. Natürlich habe ich gewonnen. Ich bin ja auch ich. So, meine Lieben, wir haben es jetzt gelernt, wie es funktioniert. Ich würde mal sagen, die Folge ist damit zu Ende. Aber wir machen das Spiel irgendwann auf jeden Fall nochmal. Ich merke mir das vor. Die meisten Spiele, die ich hier anzocke, die schmeiße ich dann ja von meiner Festplatte. Aber dieses hier nicht. Das zocken wir irgendwann auf jeden Fall nochmal, ne? Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der Endcard. So, meine Lieben, wie gestern schon angekündigt, musste ich die Folge ja aufteilen. Diese Folge ist die Folgefolge von dem, was gestern zu sehen war. Vielleicht ist es ja auch besser so, dann müsst ihr nicht an einem Stück über eine Stunde Film schauen hier, sondern habt zweimal etwas über eine halbe Stunde halt. Also ich meine, vielleicht könnt ihr meinen Ärger, wenn ich manchmal so rumschimpfe in der Endcard, ja verstehen. Ich habe eben gerade ein bisschen rumgegoogelt. Mein Arbeitsspeicher kann ich für in Anführungsstrichen nur 100 Euro verdoppeln. Mal gucken, ob ich sowas mal mache. Aber vor allen Dingen eine bessere Grafikkarte. 744 Megabyte RAM. RAM, ja, ist ja quasi. Auf der Grafikkarte ist halt. Ja. Es ist halt ein Pupsknoten. 4 GB auf einer Grafikkarte ist solide. Aber nicht 744 Megabyte. Kumpels von mir, oder zwei an der Zahl, oder doch zwei, fallen mir da ein, die sind gerade am Überlegen, ob die sich nicht 12 GB auf eine Grafikkarte holen, wo ich mir dann so denke, Leute, da muss ich weinen, wenn ich an meinen Rechner denke. Ach, naja, jedenfalls ist das immer ärgerlich, wenn man dann zum Beispiel, wie heute, es ist jetzt 2 Uhr nachts, aufgestanden bin ich so um 20 nach 3 nachmittags, relativ spät, ja, hab ein bisschen gelesen, hab mich frisch gemacht, war noch abends mit einem Freund im Kino und ja, in der Zwischenzeit habe ich dreimal versucht, die Folge in voller Länge zu rendern und habe jetzt dreimal versucht, die Folge halt in der Mitte geteilt zu rendern. Und ich kann nicht vernünftig Folgen uploaden, wenn ich einen ganzen Tag brauche, um eine Folge durchzurendern.
dann kann ich nicht, mehr als, also im Moment laufen gerade 3 Let's Plays gleichzeitig, das geht auf Dauer sowieso nicht, unter anderem auch wegen meines Rechners. Und wenn man dann sowas hat wie hier, wo ich am ganzen Tag eine Folge fertig kriege, dann muss man auch sehen, nicht mal eine Folge am Tag kann ich eigentlich bieten, wenn das so geht. Und das liegt nur daran, wenn ich Full HD aufnehme. Nehme ich HD Ready und so solche Pups-Qualitäten auf, dann kann ich so viele Videos raushauen, wie ich will. Aber die Probleme kommen, sobald ich mit Full HD aufnehme. Aber Full HD ist heutzutage Standard. Wer hat heute keinen Full HD-Monitor? Wenige. Wenige, die sich halt noch mit wenig zufrieden geben. Aber mein Rechner hier, der ist 4 Jahre alt und hatte von Anfang an Full HD. Der war damals ganz gut, der ist jetzt aber Durchschnitt. Full HD ist Durchschnitt und deshalb muss ich auch in Full HD abliefern. Sonst kann ich auf YouTube gleich einpacken, auch wenn ich von Anfang an nie großartige Erfolge verzeichnet habe. Aber es geht ja auch darum, was ich selbst für Anforderungen an mich setze. Und das ist, dass ich HD Ready nur bei Spielen raushaue, die auch selbst keine höhere Auflösung anbieten. Aber ansonsten haue ich immer das Maximum raus, was geht. Ja. So, meine Lieben, ich will euch auch gar nicht länger verlabern. Ich habe die Endcard schon überstrapaziert. Schön, dass ich die aber so lange machen kann, wie ich möchte, weil Because auf dem Hintergrund sowieso nur ein Bild ist. Ich werde jetzt noch ein bisschen am Rechner arbeiten und werde mich dann ins Bettchen begeben, so gegen 3. Weil um 8 klingelt schon wieder mein Wecker. Eine Nacht halte ich das wohl mal aus, wenig zu schlafen. Aber mir ist noch so zu erledigen. Meine Lieben, das Spiel hier habe ich auf dem Rechner behalten. Das spielen wir sicher nochmal. Ist ein sehr geiles Spiel, wie ich finde. Habe ich aber, glaube ich, auch in der letzten Endcard schon gesagt. Mal sehen, was uns morgen so erwartet. Auf jeden Fall werden wir auch wieder längere Videos bekommen. Es wird jetzt nicht wieder immer 10 Minuten dauern, keine Angst. Also, ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen hoffentlich wieder und tja, Tödelö würde ich dann mal so machen. Ist es, nur als Schlusswort, ist es vielleicht so, dass ich, also ich sag mal so, das, was ich euch hier so anbiete, diese Spielchen, die sind jetzt vielleicht nicht das, was jetzt am liebsten gerade überall angeschaut wird, aber würde ich vielleicht mehr Views bekommen, wenn ich immer am Ende meiner Videos so einen Abo-Button mit reinglabbeln würde und großartig Werbung machen würde von wegen abonnieren und Daumen hoch und kommentieren und favorisieren und teilen. Ich meine, das mache ich ja selbst auch nicht mit den Videos von denen, die mir passen. Aber würde es das bringen, wenn ich so rumwerbe und Daumen hoch und abonnieren und teilen und mäh und würde es das bringen? Okay, weiß ja nicht. Irgendwie mag ich sowas nicht, so in die Richtung. Ich finde diejenigen, die das interessieren. Aber ich mache eigentlich auch das falsche Format. Das, was bei mir ja durchaus auf dem Kanal auch gut ankommt, sind solche Psychologie-Videos und wissenswerte Videos. Die kommen immer mit genug Klicks einher, mit genauso viel, wo ich sage, Mensch, das hätte ich gern. Aber das mache ich im Moment zum Beispiel nicht. Vielleicht sollte ich da mal wieder hin zurückkehren. Und nur noch so 1-2 Let's Plays nebenbei machen, die mir halt so gefallen. Muss ich mal überlegen. Ne? Naja gut. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet, dass ich jetzt wieder, ob ich jetzt vielleicht mal wieder so ein bisschen in psychologische, spirituelle und sonst welche wissenswerte Themen eintauchen soll. Die, sage ich mal, nicht so in jedem Buch stehen. Ist ja nun mal so. Ne? Das Wissen, was ich mir aneigne, steht ja eigentlich auch nicht in normalen Büchern in der Bibliothek. Gut, ich sag damit jetzt aber wirklich.